Dort gehörte Kokain zu den selbstverständlichen Dingen. Das war nicht die kleine Menge nach dem deutschen Betäubungsmittelgesetz. Und das waren erstaunliche Erlebnisse, ja. Viele kennen ihn bereits, Herrn Dr. Fest. Der zweite Referent, genau der, der von Linksradikalen angegriffen worden ist, dessen Hand dabei gebrochen wurde und der dann allerdings, Gott sei Dank, zumindest bei uns in den Vorstand gewählt worden ist, um hier tatkräftig mitzuhelfen. Herzlich willkommen, Kai Gottschalk. Wie geht es dem Arm? Daumenknochen gebrochen, Kapseln kaputt, Sehnenabriss und so weiter. War eine ganze Ecke. Die Täter sind vor Ort noch gefasst worden, allerdings, wie ich ja bemängelt habe, erst sehr spät. Man hat also erst zugeschaut, wie ich angegriffen und genötigt worden bin. Also ich hoffe, dass die Strafverfolgungsbehörden wie auch dann eben entsprechend die Richterschaft dieses Vergehen oder diese Straftat entsprechend verfolgen und es auch zu einer gerechten Strafe dann kommt. Das ist meine Hoffnung. Gab es einen bestimmten Punkt, wo Sie sagten, ich schaffe das nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus, jetzt muss ich da Mitglied werden, jetzt muss ich was machen. Was war der Punkt? Innerhalb der Bildredaktion hieß ich immer der Eurofighter und meine Kollegen verdrehten schon die Augen, weil ich sie immer mit irgendwelchen ordnungspolitischen Vorträgen zum Euro nervte, wenn es mal wieder irgendwie über die Politik der EZB oder sonstige Dinge ging. Aber schon als diese Flüchtlingskrise eben in Italien losging und immer größer wurde, schrieb ich mal in meinem Blog, naja, die AfD muss sich überlegen, ob sie untergeht oder ob sie bestehen will. Weil wenn sie jetzt weiter nur am Euro festhält, wird sie untergehen, weil in einem Jahr oder in zwei Jahren, wenn diese Flüchtlingswelle so weitergeht, wird der Euro in der öffentlichen Wahrnehmung keine wirklich wichtige, wahlentscheidende Rolle mehr spielen. Herr Gottschalk, das ist eine ganz spannende Sache. Sie waren ja sehr lange Mitglied auch in der SPD. Mich würde mal interessieren, was hat Sie damals an dieser Partei eigentlich fasziniert? Das Thema, das ist ja das Schlagwort soziale Gerechtigkeit. Ich sage es, gesellschaftliche Gerechtigkeit ganz bewusst neu definieren. Und eine Person. Politik hängt auch immer an Personen, das müssen wir uns eingestehen. Und das war die Person Helmut Schmidt. Und ich bin tatsächlich am Tage des Verlassens damals der sozialliberalen Koalition in die SPD eingetreten. Habe dann sehr früh mich dort engagiert, war dann jüngster Stadtverordneter und Sonstiges. Habe aber da schon wohl so ein AfD-Gen gehabt. Glauben Sie, dass die Partei reformierbar ist? Ich glaube es nicht, weil die SPD ihre Krankheit sich schon bereits in den 80er Jahren rein implementiert hat. Wenn ich gesellschaftliche Themen vertreten möchte, dann mache ich das nicht vorrangig durch Lehrer und studierte Diplompsychologen, sondern dann habe ich eben auch Leute drin, die noch mit der Arbeitswelt zu tun haben, weil ich glaube, im freien Fall eine Neuwahl durchzuführen ist ziemlich blöd. Ins fallende Messer greift man auch nicht an der Börse. Da hat die SPD sich mal marktwirtschaftlich verhalten. Herzlichen Glückwunsch, aber das wird den Verfall der Partei nicht aufhalten. Sehen Sie das bestätigt? Also ist die AfD ein Korrektiv? Ist die CDU reformierbar? Vorsicht mit dem Abschreiben der etablierten Parteien. Ja, die sind auch noch in den Verwaltungen sehr, sehr stark und verankert. Ja, und politisch sind die auch nicht doof. Haben Sie schon mal Drogen genommen, Herr Kai Gottschalk? Und wenn ja, welche? Also tatsächlich habe ich mal, gebe ich zu, auf einer Klassenfahrt am Joint gezogen, weil war aber nicht so gut. Also mir ging es am nächsten Tag schlecht. Ich hatte, würde ich sagen, die Klinke des WCs gewärmt. Und ich hatte auch tierische Kopfschmerzen. Und die einzige Droge, die ich dann sonst sehr gerne mag, ist mal tatsächlich ein Zigarillo puffen und ein gutes Glas Wein oder ein Bier. Das ist es aber auch. Herr Dr. Fest, Sie sind aus Berlin. Ist es da eher Koks? Nein, aber ich muss zugeben, ich habe schon ein paar Sachen probiert. Ich habe schon ein paar Sachen probiert. Ich hatte mal das Erstaunliche, ich war als in der Referendarzeit war ich in Amerika und das war Ende der 80er Jahre und dort gehörte Kokain zu den selbstverständlichen Dingen auf irgendwelchen, also bei den Anwälten, ja. Zu den selbstverständlichsten Dingen und abends, wenn man, egal wo man hinkam, ja, wurde irgendwann so die Zauberbox geöffnet und das waren dann aber so Mengen, die waren, das waren nicht die kleine Menge nach dem deutschen Betäubungsmittelgesetz und das waren erstaunliche Erlebnisse, ja. Besten Dank, damit schließen wir den ersten Teil ab.